Die Weihnachtsgeschichte. In jenen Tagen hatte Kaiser Augustus befohlen, dass alle Bewohner seines Reiches ihre Namen in bestimmte Listen eintragen sollten. Denn mit Hilfe dieser Listen konnte der Kaiser kontrollieren, wie viele Menschen in seinem Reich wohnten und über wie viele Bürgerinnen und Bürger er regierte. Diese Regel mussten auch Maria und Josef befolgen. Maria und Josef waren noch sehr jung. Die beiden waren verlobt und Maria erwartete ein Kind, das Jesus heißen sollte. Auch wenn Maria hochschwanger war, machte sie sich mit ihrem Verlobten Josef auf den Weg, damit sich die beiden in die Liste des Kaisers eintragen konnten, die in der Stadt Bethlehem zu finden war. Wie man sieht, war es ein sehr, sehr langer und anstrengender Weg bis nach Bethlehem. Irgendwann wurde Maria sehr, sehr müde. Maria sagte zu Josef: "Ach Josef, ich bin schon so müde. Ich kann nicht mehr weiterlaufen." Josef antwortete Maria: "Ich kann dich verstehen, Maria. Aber siehst du das große Tor dort hinten? Das ist das Stadttor von Bethlehem. Bald haben wir es geschafft. Bald sind wir in der Stadt Bethlehem angekommen. Und dann suchen wir uns einen Schlafplatz." Maria sagte zu Josef: "Zum Glück sind wir bald da. Ich bin wirklich sehr, sehr müde." In der Stadt angekommen, klopfte Josef an die Türe einer Herberge. Ein Wirt öffnete die Türe und fragte: "Wer klopft da?" Maria und Josef antworteten: "Wir suchen einen Platz zum Schlafen." Der Wirt sagte zu ihnen: "Geht nur weiter, hier ist kein Platz mehr." Und seufzend gingen Maria und Josef weiter, von Haus zu Haus, von Tür zu Tür. Überall fragten sie nach einem Schlafplatz. Doch es waren so viele Menschen in Bethlehem unterwegs, um sich in die Listen einzutragen, dass Maria und Josef keinen Platz zum Schlafen fanden. Alle Zimmer waren in Bethlehem belegt. Aber was sollten Maria und Josef tun? Sie liefen weiter durch die Stadt. Und irgendwann fanden sie zum Glück einen Stall und gingen hinein. Es lag Stroh auf dem Boden und auch eine Futterkrippe stand da. Josef sagte zu Maria: "Hier wollen wir bleiben. Schlaf gut, Maria." Maria sagte zu Josef: "Ich bin so froh, dass wir diesen Stall gefunden haben. Schlaf gut, Josef." Dann wurde es sehr still. Es war ganz dunkel draußen. Nur die Sterne leuchteten am hohen Himmel. Und in dieser stillen, dunklen Nacht, in dem Stall von Bethlehem, ist dann etwas Wunderbares geschehen. Denn in dieser Nacht hat Maria ihr Kind Jesus zur Welt gebracht. Plötzlich wurde die dunkle Nacht für Maria und Josef ganz hell, weil sie sich so sehr über die Geburt ihres Kindes freuten. Maria sagte zu Josef: "Das Kind soll Jesus heißen. Es soll so heißen,
weil mir vor Monaten ein Engel von Gott erschienen ist. Und dieser Engel hat zu mir gesagt, dass dieses Kind besonders ist. Denn dieses Kind kommt von Gott. Und Gott möchte, dass dieses Kind Jesus heißt. Als Maria diese Worte sagte, war es noch ziemlich dunkel. Es war schließlich Nacht. Die Menschen in Bethlehem schliefen noch. Nur draußen auf dem Feld, da waren die Hirten, die nicht schliefen. Denn sie mussten schließlich auf ihre Schafe aufpassen. Doch plötzlich erschraken die Hirten sehr. Ein weißes Licht kam vom Himmel. Die Hirten wurden von diesem Licht umhüllt. Und plötzlich sahen die Hirten in diesem hellen Licht einen Engel. Sie erschraken. Der Engel sagte zu ihnen: "Fürchtet euch nicht, denn ich habe euch etwas zu verkünden, worüber ihr euch sehr freuen werdet. Heute ist euch der Retter geboren. Hier in Bethlehem ist es geschehen, in einem Stall. Geht hin, ihr werdet es nicht verfehlen, denn ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Das ist euer Retter, denn wenn dieses Kind groß ist, wird es vielen Menschen helfen. Und durch diese Hilfe wird es vielen Menschen gut gehen. Dieses Kind kommt von Gott." Die Hirten hörten auf den Engel. Sie machten sich auf den Weg. Allen, denen sie begegneten, erzählten sie von dem, was ihnen passiert war. Sie nahmen alle Menschen mit zum Stall. Und als sie endlich am Stall angekommen waren, fanden die Hirten alles so vor, wie es der Engel gesagt hatte. Und sie knieten vor dem Kind nieder, denn sie wussten, dass dieses Kind von Gott kommt. Sie erzählten Maria, was auf dem Feld geschehen war. Und Maria behielt alles in ihrem Herzen. Irgendwann gingen die Hirten zurück. Sie freuten sich über die Geburt von Jesus, denn sie wussten, dass dieses Kind geboren wurde, um allen Menschen zu helfen. Das feiern wir an Weihnachten, die Geburt Jesu. Und wir feiern diese Geburt, weil Jesus von Gott auf diese Welt geschickt wurde. Jesus ist der Sohn von Gott und er hat im Laufe seines Lebens viel Gutes getan. Deshalb wird er auch in der biblischen Überlieferung als ein Retter bezeichnet. Denn er hat allen Menschen geholfen. Er hat Traurige getröstet. Hungrigen Menschen hat er zu essen gegeben. Er hat den Menschen seine Freundschaft geschenkt, die sich alleine gefühlt haben. Jesus war und ist für alle Menschen da. Er hat uns deutlich gemacht, dass es einen Gott gibt, denn er ist der Sohn von Gott. Und Gott ist auch für alle Menschen da. Jesus ist besonders, denn durch sein gutes Handeln hat er die Welt ein bisschen heller gemacht. Er hat den Menschen Freude bereitet. Deshalb feiern wir Weihnachten und erinnern uns an die Geburt von Jesus. Weihnachten.